zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Gold, zum Geburtstag, liebes Wörterpings, wünschen wir dir viel Erfolg. Eierlaufen! Dann soll es hier losgehen mit der zweiten Runde beim Eierlauf. Viel Erfolg. Das sieht jetzt im Augenblick noch aus wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also Death Will Survive blockiert jetzt hier Luca, aber der zieht jetzt so stark vorbei hier. Wie macht der das denn mit seinem Ei? Was macht denn The Best Will Survive? Der fährt jetzt hier einfach mal geradeaus und scheint sein Ei völlig liegen zu lassen. Der schiebt das Ei da einfach. Aber jetzt kann Luca einfach weiterschieben. Und dann geht's halt die andere Richtung hoch. Ist ja völlig egal. Also der Luca spielt mit fairen Mitteln. The Best Will Survive ist eigentlich ein richtig kleiner, fieser, dicker Junge, der den anderen einfach nur versucht, Beine zu stellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Schiedsrichter haben das wirklich nicht durchdacht. Was ist das? Er passt nicht auf. Er vertraut darauf, dass sein Ei bei diesem Zusammenstoß kaputt geht. Aber das ist nicht der Fall. Oh, und jetzt hat er ihn. Mit dem Hintern voran geht es hier bergab für den Dreamer und damit steht der Sieger fest. The Best Will Survive gewinnt den zweiten Eierlauf. Jump, jump! So, Takador nimmt Anlauf, hat sich jetzt hier für diese Seite der Brücke entschieden. Nimmt Anlauf in seinem E50M und nimmt jetzt Maß. Der Absprung muss natürlich perfekt sitzen. Das ist natürlich das A und O. Und da kommt er! Da kommt er, das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Er hat es geschafft. Das countet durch. Er countet durch. Fährt jetzt hier an. Wird er diesen Sprung auch so perfekt schaffen wie der vorige Zuschauerkandidat? Zivi guckt sich das Ganze aus der Air-Perspektive an. Da kommt Hando in seinem E5. Nimmt den Sprung und das sieht nicht zu... Das sieht zu kurz aus. Das ist zu kurz. Das ist ein ganz, ganz kleines Stückchen zu kurz. Sachsenkrieger 53 nimmt jetzt hier Anlauf. Vielleicht wird er dieses Ziel, Zivi, diese dicke, kleine, fette Maus da unten besser treffen. Nimmt jetzt hier die Kurve, nimmt Anlauf. Da kommt der Sprung. Da kommt der Sprung. Das sieht gut aus. Aber nicht gut genug. Nicht gut genug. Die Leiche rutscht von Zivi runter. Schiebt dir gerade das Wrack mit vier Mäusen? Ja. Ja. Tschu-tschu. Der IS-7 nimmt natürlich nicht besonders viel Fahrt auf dieser kurzen Strecke. 44 km/h, 42 km/h, muss jetzt hier zusehen, dass er den richtigen Absprungwinkel hinkriegt. Da kommt Takasch mit seinem IS-7, springt, das sieht gut aus. Ah. Aber nicht gut genug, 302 Damage. Dann jetzt sich bei der Bum vom Kuhschlups-Clan, ihrem Ziel Nekra. Mit dem Objekt 907 hat sie natürlich ein bisschen Speed-Vorteil gegenüber den anderen Panzern, aber ist vom Gewicht her natürlich leichter. Sie muss natürlich auch ein bisschen besser treffen. Da kommt der Sprung, der Anwinkel, der stimmt. Und sie landet auf Nekra drauf. Ja! Das tickt eh runter, vorweg. Wir haben somit zwei Spieler, die diesen Sprung geschafft haben. Das heißt, wir brauchen jetzt tatsächlich einen Stechsprung. Badabum nimmt Anlauf. Sie wird diesen Sprung beginnen. Eine neue Position, so damit dieser Sprung nicht kopiert werden kann. Und sie hat jetzt auch die andere Seite gewählt. Muss jetzt hier den Winkel erwischen. Der Absprung muss halt perfekt klappen. Da kommt die Rechtskurve. Der Sprung sieht gut aus. Der sieht gut aus. Das tickt runter. Nein, sie rutscht runter. Sie rutscht runter, aber er tickt. Er tickt. Alter Schwede, was für ein Jump. So, da kommt Takadox, unser Kandidat, der es direkt im ersten Sprung quasi geschafft hatte, die gegnerische Maus zu vernichten. Wird jetzt hier Anlauf nehmen auf Kulathlon. Hat natürlich den kleinen Vorteil, dass er gerade in etwa den Winkel gesehen hat, wie das Ganze funktionieren könnte. Aber der E50M verhält sich natürlich anders. Da kommt die Kurve. Das sieht zu weit aus. Er springt zu weit. Er springt zu weit. Er springt zu weit und rutscht von der Maus runter. Badabum gewinnt also dieses zweite Minispiel. Zielspringen mit ihrem Objekt 907. Wo ich hinschieße, wächst kein Gras mehr. Dann geht's los mit Zielschießen. So, alle 5 Sekunden. Sniper-Kill ist der nächste. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich meinen Einsatz nicht verpasse. Die fahren wie der Teufel immer im Kreis. Oh, da ist der erste Kill. Die anderen fahren weiter munter drauf. Los, oh, da ist der Ausgleich. 1:1. Oh, der ELC AMX wurde rausgesnipert. Aus Sorgot schafft hier seinen zweiten Kill mit dem T37. Oh, Dreamer. Kannst nicht einfach links an mir vorbeifahren, ne? Nee, ich musste ja erst den T1 rechts überholen. Wupp, da kam ein Schuss, der ging daneben. Lustigerweise lebt der erst losgefahrene, der Darkwood, immer noch. Jetzt gilt es natürlich auch taktisch abzuwägen, welchen Panzer kriegt man mit in den letzten Minuten und welchen bereite ich vielleicht nur fälschlicherweise für meinen Gegner vor. Ein Ziel ist vielleicht noch tötbar. Oh, getrackt. Oh, schöner Schuss hier. Ich bin getrackt. Jetzt ist die Frage, wer schießt als nächstes auf mich? Mein Fahrer ist auch tot. T95 vermeldet, halbe Runde geschafft. Hatte die Poster geht in Führung und es ist nur noch eine Minute Zeit. Und eigentlich bin ich der einzige Panzer, der noch irgendwie beschießbar bleibt. Da ging ein Schuss gerade daneben. Und Sorgot macht den nächsten Treffer. Und da kriegt der Treffer. Und Bildposter in seinem IS-8 macht den fünften Kill. Wärmer, wärmer, wärmer.
So, dann sag mir doch schon mal an, in welche Richtung ich meinen Turm drehen soll, damit ich gleich erstmal in der ersten Sekunde einen abschieße. 3, 2, 1, los. Okay, so, jetzt weiter, wo lang? Links, links. So, er ist gedreht, rechts, rechts. Achtung, jetzt nach links, jetzt nach rechts. Ah, jetzt nach links, links. Was haut? Wir werden die letzte Kumpel. Was? Wie geht das denn? Jetzt nach links, rechts, 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 rechts. Jetzt nach rechts, gibt vor. Links, links, links. Jetzt geradeaus. Jetzt 90 Grad nach rechts. Geradeaus. Hab ich? Ja, Fuck, ey, scheiße, hab ich mich so dämlich angestellt? Oh, Piranha hat's immer noch nicht geschafft. Das Unikum war wieder das Letzte. So schnell ist keiner irgendwo, speedy bee, speedy bo. Erlöse mich. Los geht's! Und Munitreffer sogar, wie geil ist das denn? Scheint aber die schlechtere Besatzung als der Penetrator zu haben, der fährt doch mit Gold. Muss natürlich aufpassen, darf nicht zu viel HP verlieren, aber... Ah, da verlässt einer die Strecke. Und jetzt wird es spannend sein, ob er da Speed verliert. Nein, das macht er sehr gut, das macht er hervorragend. Verliert hier keinerlei Geschwindigkeit, rammt die Mäuse auch nicht. Und auch Eddock, der hängt ihm da am Arsch dran wie eine Fliege bei mir. Only Rage for Efficiency macht hier ein bisschen Boden gut. Hat er vielleicht den Anker vom Bord geschmissen. Jetzt geht's hier bergauf. Vorne scheint es wirklich zu einem Zweikampf zwischen dem Penetrator und Adok 77 zu kommen. Nope, der Penetrator. Oh, das war knapp, mein lieber Herr Gesangsverein. Oh, und da lässt er sich wirklich sehr viel Zeit. Der Penetrator kommt aber unbeschadet wieder hier runter. Und auch Adok macht das wirklich auf ganz auf Nummer sicher. Und die Mäuse machen es da tatsächlich sehr, sehr eng. Muss es natürlich sich da jetzt wirklich durchwinden. Und da geht's gleich bergab für Schüler. Ich fass es nicht. Da kommt der nächste und baut die Sturz ab. Bounty stürzt ab. Oh, Efficiency, was geht da ab, Efficiency? Die Maus hat einen Panzer 1C zerstört. Da ist der erste Panzer gestorben. Oh mein Gott. Und da geht's weiter. Die Jungs, die schlängeln sich hier durch. Einer muss eine extra Runde drehen. Das war der BC Bounty in einer aussichtsreichen Position eigentlich gewesen. Und der Petrator gewinnt souverän hier das große Finale am vierjährigen Jubiläumstag. Herzlichen Glückwunsch an den Penetrator 798. Zweiter Platz geht an Adok 77.